Intonato Stream! Hallo und herzlich willkommen zu Intonato Stream! Heute dreht es sich nochmal um das Thema PlayStation 2. Ihr könnt euch ja erinnern, dass ich euch gezeigt habe, wie man ein PlayStation 2 Laufwerk wechselt. Ich habe mir jetzt gedacht, da ich ja das kaputte Laufwerk noch habe, habe ich mir gedacht, ey, mach noch ein Video. Und heute geht es darum, ich zeige euch, wie man von dem PlayStation 2 Laufwerk nur den Laser wechselt. Und dazu möchte ich jetzt erstmal noch was sagen. So hinlegen. Ich habe mir natürlich den passenden Laser besorgt. Das ist natürlich bei euch abweichend. Ihr müsst natürlich immer auf die Typenmodellnummer raufschauen. Ihr müsst gucken halt, welches, ja, ihr wisst ja schon, welches Modell ihr braucht. So, hier habe ich den Laser. Da ist er, der neue Laser. Dazu ist noch zu sagen, wir müssen auch von den alten Laufwerk, von den alten Sachen ein paar Sachen recyceln. Und zwar, hier sieht man jetzt den hier, den Führungsarm, den müssen wir abschrauben. Weil der kommt dann nachher hier raufgeschraubt wieder. Das ist halt das hier, was hier die Führung ist für den Motor. So, ich hoffe, das konnte ich jetzt relativ gut zeigen. Das ist nämlich immer ein bisschen knifflig, wenn man hier so sitzt. So, das ist zur Seite gelegt. Was muss man noch sagen? Ah, doch noch eine Sache vergessen. Genau wie beim Laufwerk wechseln, ist halt hier auf den Laser auch ein Transportschutz. Diese kleine, wo haben wir sie? Hier diese kleine Lötstelle. Die müssen wir entfernen. Das ist der Transportschutz. Sonst funktioniert der Laser nicht. Oder in dem Fall dann das Laufwerk nicht. So, was brauchen wir wieder dazu? Ein paar Sachen. Ein paar Utensilien. Und zwar brauchen wir diesmal, weil es sind ganz schön viele heftige kleine Schrauben dabei, am besten so ein Feinmechaniker-Set. Kriegt ihr in jedem Baumarkt. Wie auch immer. So, dann natürlich, komm her hier, den Lötkolben wieder. Weil sonst können wir den Transportschutz nicht entfernen. So, gibt es noch was zu sagen? Ich würde vorschlagen, wir machen in alter gewohnter Manier das wie immer. Ich lege los, ihr schaut zu. Also alles klar, bis Danny. Wah! So, jetzt zum Laufwerk. Jetzt werden wir diesen Führungsarm, von dem ich gerade gesprochen habe, abschrauben. Dazu nehmt ihr euch das Feinmechaniker-Set und werdet diese kleinen Schrauben lösen. Und ach, aufgepasst, ich sag euch, diese winzigen Dinger. Also packt euch die Schrauben gleich von Anfang an vernünftig zur Seite, weil sonst habt ihr nachher beim Zusammenbau wieder ein Riesenproblem. So, jetzt den Führungsarm auch zur Seite gepackt. So, jetzt lässt der Laser sich dadurch natürlich frei bewegen. Das ist ja auch das, was wir wollen. So, genau. Jetzt hier oben noch diese Plastikblende abgeschraubt. Auch angesetzt. Und ab das Schräubchen. Super, genau. Umgedreht das Ganze. Und abgenommen, die Blende. Jetzt kommen wir zu diesen kleinen Metallspangen, die diese Stange festhalten, also das Rail. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nun wirklich extrem heidel. Diese Dinger sind sowas von klein. Ich bin schon nicht der Größte mit 1,80 Meter, aber meine Finger schon sind fast zu groß dafür. Ich frage mich echt, was macht eigentlich ein Typ, der riesengroße Patschen hat? Der kommt da ja gar nicht hinterher, da muss er mit einer Pinzette arbeiten, aber das geht schon mit dem Werkzeug. Aber es ist einfach verdammt klein, der ganze Scheiß hier. So, habe ich mir die Schraube wieder geschnappt und diese Mini-Spange. Genau, alle zur Seite sortiert. Oh Mann, ey. So, und jetzt lässt sich der Laser samt Stange lösen, also den Rail. Zieht die Rail einfach da raus. Genau. So, jetzt habt ihr den kaputten Laser quasi. Ja, nochmal ein bisschen hier zur Seite sortiert. Alles schön ordentlich, so muss es sein. So, hier habt ihr jetzt den kaputten Laser. Und den könnt ihr im Prinzip eigentlich jetzt, wenn ihr wollt, wegschmeißen. Hier haben wir jetzt den frischen Laser. Hier sieht man schon den Lötpunkt. Und denkt dran, der Lötkolben muss richtig aufgeheizt sein. 5 Minuten circa. Und wir werden jetzt hier, genau, von links nach rechts mit gleitenden Bewegungen den Transportschutz entfernen. Hier ist wichtig, hier sieht man schön, die Leitbahnen müssen frei sein, wie in diesem Beispiel. Weil sonst funktioniert der Laser am Ende nicht. Jetzt im Prinzip bauen wir einfach wieder das Laufwerk rückwärts zusammen. Hier haben wir den Führungsarm. Aber warte mal, irgendwas fehlt. Ach, der Beat. Genau, jetzt wieder die Schraube festgedreht. Genau, nehmen uns wieder das Laufwerk. Und hierbei ist eine kleine Besonderheit. Hier diese Seitenstange, also diese Schiene, die machen wir ein bisschen sauber. Nimm dazu einen Q-Tip, ich habe das jetzt nicht gezeigt. Und auch die Rail sauber machen. Und vielleicht mit ein bisschen Silikonspray vorher einfetten und führt das Ganze jetzt wieder hier ein. Genau. So, und jetzt achtet mal hier links auf den Laser, hier gleich an der Metallschiene. Der Laser hat in Kunststoff eine kleine Rille, habt ihr gesehen? Und rastet so ein. Und jetzt auch die Rail wieder in die Metallführungen oben und unten. Und
positioniert den wieder an die oberste Stelle, genau. So, wenn ihr das habt, nehmt euch wieder die Metallspangen, diese furchtbar kleinen, abartigen Dinger, und legt die da rauf. Also ich gebe zu, ich habe das ein bisschen vorher geübt. Und setzt an und dreht wieder fest die ganze Sache. Dasselbe logischerweise wieder oben. Genau, wo ist er? Ja, da. Angesetzt. Oh Gott. Bedarf keiner Worte. Wird halt festgeschraubt. Wir haben es ja auch gleich geschafft. Genau. Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Jetzt wieder die Kunststoffblende rauf. Umgedreht der Drops. Rangeballert die letzte Schraube und fertig. So, wir sind durch. Wir haben das Laufwerk repariert, erfolgreich. Und ich möchte noch an der Stelle sagen, wer sich jetzt dafür interessiert, wie man ein PlayStation 2 Laufwerk direkt wechselt, der kann hier unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist der Link zum Video, wie man ein PlayStation 2 Laufwerk wechselt. An der Stelle sage ich wie immer, macht's gut, reingehauen und lasst doch einen Kommentar da. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.